Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Bern. In diesem Pfarrhaus in Lützelflüh hat von 1831 bis 1854 der Albert Bitzius mit Schriftstellernamen Jeremias Gotthelf gelebt und gewirkt. Diesen Sommer haben wir hier das neue Gotthelf-Zentrum Emmental eröffnet. Mein Name ist Heinrich Schütz. Ich bin Gesamtprojektleiter vom neuen Gotthelf-Zentrum gsi. Mit dem Zentrum wollen wir der Jeremias Gotthelf der Öffentlichkeit näher bringen. Der Besucher bekommt den nötigen Freiraum, für selber zu entdecken und aktiv zu werden. Im Arbeitszimmer von Jeremias Gotthelf kann man aus seinem Werk lesen und hören. Lützelflü, den 1. Dezember 1834. Lieber Lodi, es bleibt bei der Abrede auf nächsten Freitag. In diesem Raum kann man den Privatbereich der Familie Bitzius nachempfinden. Der Zählung «Die Wassernot im Emmental» von Gotthelf ist Thema von unserer ersten Wechselausstellung. Das neue Gotthelf-Zentrum ist ein Projekt von nationaler Bedeutung. In der Realisierung war es sehr anspruchsvoll und darum waren wir angewiesen auf die Unterstützung von Swisslos. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.